Hey, gut, dass Sie schon aufhaben. Ich habe eine Triangel. Und ich spiele Trompeten. Guten Morgen, sagt man. Ja, Entschuldigung. Guten Morgen, ja. Ja. Stellen Sie sich vor, ich gehe aus dem Haus und reiß mir an der Klinke ein Loch in die Juppen, ne? Und die Chlor, die man nähen kann, die ist gerade auf dem Amt und meint so. Aha. Ja, bitteschön, seien Sie so gut, mich pressiert, ich muss zum Bahnhof. So, wo fahren wir hin? Nach Stuttgart. Hey, ins Ausland. Mhm. Geschäftlich. Mhm. Ich kaufe mir da was. So, was haben denn die Schwamm, dass man da extra zum Einkaufen hinfahrt? Ja, nichts Besonderes, ein paar bankrotte Fabriken. Ja, ja, das ist natürlich ein Grund, gell? Ja, macht Spaß. Das denke ich mir. Wissen Sie, ich kaufe die Feier nicht viel, hä? Also, pardon. Ja, dann quitsch ich es aus mit Zitrone. Und dann? Hab schon recht. Andere kaufen sich einen Mercedes in Stuttgart, gell? Ja. Warum sollen wir sich nicht ab und zu was Gutes leisten? Nichts nicht gleich an unsere Näherei kaufen. Meinen Sie das ernst? Hä? Sie bin verwirrt, Heuschrecke, nicht mehr alles, was mir unterkommt. Das ist ein Wort! Ja, dann lachen Sie. Ja, seid denn so glatt. Ja, dass das so schnell gegangen ist, hä? Was kriegst du denn da dafür? Ach, geh für das bisschen. Kommen Sie einfach bald wieder. Das mache ich ganz bestimmt. Für Gott, dir zu, Biffi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, gewonnen. Los, Rohrnudeln holen. Nein, nix Süßes. Haben wir keine Wurst? Dampfwurst für den Sonntag. Aber ich bin krank, ja. Ich hab Influenza. Ja. Oh, Spielschulden sind Ehrenschulden. Hab. Du und der Influenza. Sonst glaub ich schon bald alles, was da in den Büchern drinsteht. Da steht wenigstens an, was ich leide. Weißt du, was ich dir sag? Du willst ganz einfach krank sein. Am Mannsbild, wenn es jetzt hätte, der Jammerei schon austrieben. Danke. Da bin ich geheilt. Absolut geheilt. Was? Du bist geheilt? Ja, das ist ja ein Wunder. Ein Wunder. Meine Schwester Cecilie ist geheilt. Weißt du was? Machen wir doch da einen Wallfahrtsort draus. Dann kann dein Dorf auf von Poldi mit dem Klingelbeutel rumgehen. Und dann haben wir wenigstens einmal ein Geld in der Kasse. Ja, lach nur. Dabei hängt mein Leben an einem seidenen Faden. Ja, das trifft sie ganz gut. Na, sitzt du mit einem seidenen Faden an der Nähmaschine und arbeitest was. Wir haben nämlich noch mehr Münder zum Stopfen, als wir bloß den von deinem Poldi. Lass mein Bum aus dem Spiel. Spiel? Du, mir schuften und am Ende da ist nichts in der Kasse. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht war es ja dein Poldi. Ja. Sag einmal, verdächtigst du vielleicht mein Bum, dass er Geld aus der Kasse nimmt? Hat schon manch einer gemeint, dass er mit Geld mehr hermacht. Und wohin halt schon gleich gar keine nimmt, gell? Ja, dein gespinnerten Stecknadel-Jongleur, wo ja auch keine. Mei, Bub, entwirft immer in Mode, ja, du Spinatwachtel. Und was tut dein stinkfahle Hängel? Du alte Jungfer. Jungfer? Ja, ist es vielleicht für dich ein Renommee, dass du der Mo bei Nacht und Nebel davor ist? Ich hab immerhin einen Mo gehabt. Wohingegen die Herkunft deines Sohnes vollends im Nebel liegt. Und das bleibt ein Nebel! Mein Herz, mein Herz, ich glaube, ich stirb. Das Herz ist links. Das hättest du wohl gern, dass ich abkratz, damit du die Firma allein hast. Deine Gier wird dich selber noch mal unter die Erden bringen. Weißt du was, bevor ich mit dir in einem Grab lieg, dann stirb ich ja lieber gleich gar nicht. Ich sag dir eins, wenn's ihr zwei nicht wärt, dann standen Max und ich im Geschäft besser da. Wenn's ihr nicht unser Geld zum Fenster rausschmeißt, dann müssen wir keine Schulden machen. Und dann war nicht ständig der Gerichtsvollzieher im Haus. Und ihr zwei nicht was? Dann könnt ihr endlich die Hütten verkaufen oder was weiß ich. Oh, zünden, das ist am liebsten. Du kannst mir ja deinen Anteil abtreten. Dann sparst du wenigstens das Zuchthaus wegen Brandstiftung. Wenn schon, dann trittst du deine Hälften ab. Ich bin am Papa sein Lieblingskind gewesen und wenn er ein Testament macht. Ja, da hätte er dich ganz allein bedacht. Ich weiß schon, mein Gott, was man sich alles zusammenspintisieren kann.
Mir hat er's versprochen. Aber weißt du was? Jetzt streit man nimmer. Was sagst du? Spulen wir's aus. Ausspulen? Ja, der verliert, der zahlt die ganzen Schulden und der gewinnt, darf den anderen rausschmeißen. Und zwar für immer. Weißt du, was ist? Für die Aussicht, dass ich dir und deinen Max rausschmeißen kann, ist mir das mehr als wert. Aber nicht so. Ah, hast Angst, dass ich wieder gewinne, gell? Ja, na, machen wir's halt, wetten. Aber gescheit. Mit Handschlag. Mit Handschlag. Und was wetten wir? Wir wetten, dass... Weißt du was, sollen doch unsere Buben mal was für ihre lieben Mütter da. Wer als erstes von den Buben heirat, der kriegt einmal alles. Da sag ich dann bloß noch Halali. Jetzt ist auf die Jagd. Das kann man so sagen. Und ich sag Hallihallo. Ausgemacht. Ausgemacht? Was eigentlich? Lass dir das von deiner Mama erzählen. Sag Mama. Psst, ich muss nachdenken. Da macht ihr mir nützlich. Max, heute ist für ein wichtiger Tag. Ich weiß schon, Schneckel-Dingstag, oder wie heißt der gleich wieder? Ja, der Schneckelmeier, auf den habe ich ja ganz vergessen. Na, was wetten wir? Dass heute noch ein wichtiger Tag ist, aber wegen was anderem. Mit dir wette ich nicht, da verliere ich bloß. Mir langt schon, dass der Schneeberger da wichtig ist. Das ist der einzige von unseren Kunden, der noch zahlt. Ja. Wenn der heute nicht die Kollektion bestellt, dann sind wir endgültig bankrott. Wer weiß, wenn du mal hinter unsere Rechnungen her warst, dann könnten wir uns vielleicht eine gescheite Hochzeit leisten. Ja, wer heiratet denn? Du? Ach so. Was ich? Da weiß ich überhaupt nichts davon. Das sind die besten Ehen, wo man nichts voneinander weiß. Ja, ganz gut. Und an wen denkt die Frau Mutter da? Hast du vielleicht eine Braut auch schon rausgesucht? Na ja, ein bisschen was kannst du schon auch machen, wenn ich schon wette. Was, du hast gewettet? Mhm. Mit wem? Um was? Ich hab nur unsere Hausrechte in klare Bahnen gelenkt. Aha. Und was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext, dass du heiratest. Ja, oder willst du, dass wir ausziehen? Das ist doch ganz einfach. Meine liebe Schwester und ich, und du weißt mit zwei, wie sehr wir uns lieben, ja? Wir haben ausgemacht... Möchtest du mir damit sagen, du hast mit der Tante Cezil gewettet? Au, nicht so fest. Mein, du wirst die anstehen. Ja, fester. Ja, halt, spinnst du. Au, ja, fest oder war ich? Weil du bist auch nicht, was du willst. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich will, dass du heiratst. Und zwar schnell, sehr schnell. Heiraten? Ja, aber wen denn? Ja, das ist doch wurscht. Hauptsache, es geht schnell. Das Gesicht, wenn ich mir vorstehe, liebe Burgel, wäre ich sagen, heute möchte ich dir mitteilen, dass mein geliebter Sohn und Luitpold als erster in den heiligen Hafen der Ehe einschifft. Hafen? Ich verstehe bloß Bahnhof. Heute, dummer Bub, ist der Tag gekommen, an dem ihr zum vernichtenden Schlaggeger die anderen zwei ausholen. Keine Widerrede! Und jetzt wasch dir deine Ohrwascheln und kampfe die Arme gescheit. Oder möchtest du so deiner zukünftigen unter die Augen treten? Yes! Halt dein Kopf! Nein! Aber was heißt denn da? Nein! Du hast doch gar keine andere Wahl, sonst wäre mir die Zezil nie los. Ja, soll ich mir Frau schneidern? Außerdem brauch ich da lieb zum Heiraten. Oh, jetzt sei halt nicht so kompliziert. Schau, das ist ja. Das ist alles nur eine Frage der Auslegung. Ich leg keine aus. Und schon gleich gar nicht rein. Bloß wegen einem Geld und so einer Sau dummen Wett. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Aus, Empfi, Amen. Ich kann aber da nimmer zurück, Herrschaftszeiten. Das ist per Handschlag besiegelt. Verzeugen. Das ist wett. Das stimmt. Spielschulden sind Ehrenschulden. Sind wir recht züchtig da, Herrin, heute? Ja, guten Morgen. Moin. Da, das hat mir der Postbote draußen gegeben. Mein lieber Sohn, du und dein Kaffee. Möchtest uns ruinieren? Der einzige Balsam für meine gebeutelte Künstlerseele. Jetzt sowieso. Und der Balsam für mein Geldbeutel. Ja, wenn du nur für irgendwas die Hand aufhalten kannst, Alice. Weil, schließlich wollen wir sie ja was zusammensparen. Außerdem ist das ein echter Robuster. Den kriegst du nur unter Lebensgefahr. Apropos, ist die neue noch nicht da? Sag mal, habt ihr euch zusammen da? Ja, die sind uns von der Arbeitsvermittlung schicken wollten zur Probe. Mein Lieber,
Ich werde gleich einen ersten Anschuss kassieren. Mei, vielleicht hat's nicht gleich hergefunden. Ich bin ja auch da. Ja, weil du schon seit 30 Jahren herkommst. Max? Nein. Entschuldigen Sie für die Störung. Ich weiß ja nicht, was bei einer früh ist. Außerdem sagt man bei uns guten Morgen, wenn man bei der Tür geht. Wir warten nämlich schon eine ganz schöne Zeit lang. Ja, ich auch. So, da ist die Maschine. Bitte sehr, hol mal den Stoff her. Und dann schauen wir mal, ob wir die für was brauchen können, gell? Ja, nicht lang Maul auf den Pfeil halten, sondern arbeiten. Ja, aber ich... Ja, soll mir da eine extra Einladung schreiben. Und sowas kriegt man heutzutage von der Arbeitsvermittlung geschickt. Ja, hopp, 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 hopp. Meinst du, du mir zahlst fürs Dummschauen? Grüß Gott, Peinand. Ich hab mich zwar um 5 Uhr schon weggelassen, gell, weil man weiß ja nie, ob Brambahn dann erfahrt und vom Viktualienmarkt daher enttäuscht. Das meint, man fährt ja noch mal ein ganz schönes Stück. Und wo man heutzutage als Näherin ja überhaupt keine Arbeit mehr kriegt, weil sie ja alle im Ausland nähen lassen, weil es billiger ist. Gerade erst wieder eine ins Ausland gegangen zu den Schwaben. Aber kurze Rede, langer Sinn. Jetzt bin ich da. Wo ist meine Maschine? Wer sind denn Sie, bitte schön? Ich bin die Teres, mir hat Arbeitsvermittlung geschickt. Christian, wer bist du? Und wer sind nachher Sie? Ich bin, also, wir sind doch gegenüber eins und da wollte ich mir halt also einmal in der Nacht bekannt machen. Und ich hab gemeint, Sie sind die neue Näherin, die ist uns schick. Also, das tut mir jetzt wirklich leid. Tu einmal das Seidel da weg. Oh Gott. Und ich lasse einer auch noch arbeiten. Jetzt aber keine Ahnung. Max! Schau mal, das ist unsere neue Nachbarin, das Fräulein Toni. Eigentlich Marie-Antoinette. Ja. Ja, und Sie sind der Herr Stachler, steht doch draußen an der Tür. Na, ich heiß Freisinger. Freisinger, ja. Max. Toni. Ja, und ich bin die Mutter. Darf ich Ihnen was anbieten, ein Bier vielleicht oder so? Gerne, anders mal. Ich wollte bloß einmal kurz anders mal. Das tut mir jetzt wirklich leid, diese Verwechslung, gell? Schauen Sie anders mal wieder vorbei, gell, Freund Toni, da. Nehmen Sie eine Sache mit und kommen Sie bald einmal wieder vorbei. Und nochmal Entschuldigung, gell? Wiederschauen, Freund Toni. Wiederschauen. Das hätte mir auch sagen können, dass wir neue Nachbarn haben. Woher soll ich das wissen? Also, ich hätte es schon gewusst, aber mei, wenn keiner was zahlt, dann fällt das halt für mich. Ja, was soll ich jetzt nachher da? Du zeigst jetzt erst einmal, was kannst. Max, ich muss mit dir reden. Alice, rückst du bitte schön die Kollektion für einen Schneckelmeier her? Ist recht richtig her. Du, der hat's ja wie gemeint. Ja, aber du hast nichts gesagt, dann hab ich dir was gesagt. Ja, aber vielleicht hätte ich was sagen müssen. Ja, dann warst du vielleicht nicht schnell genug. Dritte und letzte Mahnung. Das ist doch nichts Neues. Ja, und wir das was Neues ist, schau mal auf dem Datum. 14 Tage in 14 Tagen. Da wird die Bank die ganzen Kredite zurück, samt Zins und Zinseszinsen. Und wenn wir nicht zahlen können, dann machen wir unseren Laden zu. Mhm, dann sind wir unsere Existenz los und das Geschäft auch. Ich sag's doch, heiraten. Schau, mit der Mitgift können wir alle Schulden zahlen und die Zinsen sind wir auch noch los. Du, wenn der Schnecke da, wenn der jetzt dann meine neuen Entwürfe sieht, du, dann bestell dir das Doppelte, wirst du sehen. Das Doppelte? Ja? Ich hab deine neuen Entwürfe. Ja? Der Schneckelmeier. Ja, und mit dem Geld, mit dem retten wir dann unseren Betrieb. Ganz ohne heiraten. Wir was? Wir wetten? Ums Heiraten? Du gibst nicht auf, gell? Apropos, wie gefällt dir denn die neue Nachbarin? Mei. Ja, wie mei? Mei halt. Ja, wie mei halt? Gut mei halt oder schlecht mei halt? Mei? Mama. Du wärst ja nicht gelernt, dass ich und die, dass wir. Ja, schaut, die müssen gerade über die Gassen rüber zu uns herziehen. Geh, komm, die ist ja doch Brüllen und. Ja, die Brüllen werden sie ja nicht alle Weih aufhaben. Und dann tat uns das alles ganz allein gehören. Das war doch eine echte Zuversicht, meinst du nicht auch? Was meint er nicht? Gar nichts meint er nicht, jedenfalls nichts, was die was angeht. Liebe Schwester. Mit dir hab ich gar nichts. Psst. Ja, mein nächster Mosch, habt ihr's ihr da schieben. Ja, eine Kundschaft mit Verlaub. Ja. Wer ist denn das? Ich bin die Teres in neuen Ehren und wer bist du? Der Schneckelmeier wart. Warum sagst du das nicht gleich? Ich komm schon. Sagst. Jetzt werden wir sehen, wer gewinnt, gell? Ich komm auch gleich. Wieso erzählt man mir nicht, wenn so ein Weizen eingestellt wird? Reine Sicherheitsmaßnahme, sonst pappt dein Bub wieder drauf wie die Motten an der Laterne. Wie? Also. Mein Bub macht sich doch mit dem gemeinen Volk nicht gemein. Wieso nicht? Halt dein Pappen! Und jetzt sitzt bei meine Hausschau an. Und dann gehst du rüber und sperrst deine frisch gewaschenen Ohrwaschel auf. Ich muss wissen, was die vorhaben. Werden sehen,
Das ist der letzte Schrei. So. Das! Ja. Dann ist es heute auch mein letzter Schrei. Das ist ja mindestens einen halben Meter zu kurz. Und da, um den Bauch, das ist ja durchsichtig. Ja. Was meinen denn Sie hier alles? Sie sind ja doch schon seit Jahrzehnten da. Ich hab's gerade erst zusammengenäht. Mit Verlaub. Aber schauen Sie, das ist halt nicht mehr so, dass der Beinabschluss über dem Knöchel sitzt. Kniefrei ist die Wiese. Wiese oder nicht, wir sind ein Traditionshaus. Und solche Freizügigkeiten verkaufe ich nicht. Ja, was glauben denn Sie? Das haben ja meine Kundinnen um die Ohren. Und zu Recht, weil das ist unmoralisch ist. Okay, was ist denn da unmoralisch? Also ich bad alleweil ganz nackert. Das ist doch ganz was Natürliches. Aua, was ist denn, badst du mir nackert? Glauben Sie es mir, Sie nehmen sich was vom Geschäft. Die Frauenwelt, die mag's halt nicht mehr so hochgeschlossen. Schau's, in der Zeitschrift die gepflegte Frau. Jetzt lassen Sie mich mal, Entschuldigung. Also, ich spring immer ganz nackert in den Turm. Weil das ist doch ein Schmarrn, wenn's so heiß ist. Da dampft's einem ja nicht nur unter die Achseln. Ich zieh mich da nackert aus und um Himmels Willen, jetzt nimmt sie doch nicht immer so scheußliche Wörter in den Mund. Was meint denn? Dampf? Ja, dir dampft jetzt. Ja, der Herr Schneckelmeier. Grüß Ihnen Gott, Herr Schneckelmeier. Wie geht's uns denn, Herr Schneckelmeier? Herr Schneckelmeier. Ach, die Frau Stachler. Freisinger. Stachler ist ja gerade mein Mädchenname. Ja, seit 35 Jahren ist Stachler nur mehr mein Mädchenname. Apropos, wie geht's denn der Frau Mama? Bestens. Seit 3 Wochen ist sie in so einer neuen Religion. Zeugin Jawo her oder so. Ich weiß auch nicht. Zurzeit haben sie Weltuntergang, Sie und Ihre Betschwestern. Ah, da ist er. Sehr schön, ja. Was? Weltuntergang? Bei uns? Da herin? Der Freie bei uns. Ja, dann grüßen Sie doch Ihre Frau Mama recht herzlich von mir. Nun aber zu Ihnen, Herr Schneckelmeier. Wollen wir wieder bestellen, die Jahreskollektion, Herr Schneckelmeier, wie immer, Herr Schneckelmeier? Das ist noch nicht heraus. Sehr wohl. Herr Schneckelmeier, bitte schön, wenn Sie noch Platz nehmen. Ist doch wesentlich bequemer, gell? Was um Himmels Willen ist denn da passiert? Ja, nix. Ich hab ja bloß den neuen Badeanzug gezahlt. Schau, der ist doch schön. Das da ist, was der Himmel nicht das, was man von einem Badeanzug erwartet. Ein Badeanzug muss. Und nicht anders. Und das eine sage ich Ihnen, Frau Stachler. Entweder Sie machen die bestellten 100 Stück so wie immer, oder wir lassen es mit der ganzen Jahreskollektion. Ja, aber Herr Schneckelmeier, das meinen Sie doch gewiss nicht im Ernst, gell? Bitterer Ernst ist das. Ja. Ja, wir haben bloß gesagt, er kann nicht 20 Jahre lang den gleichen Schnitt verkaufen. Ach, und deswegen wollen Sie mir so eine Sauerei wie einen Badanzug da anbieten. Also, das ist überhaupt. Wie geht ins Geschäft, Herr Schneckelmeier? Schlecht. Aber bitte, ein Traditionshaus wie das Ihre, Herr Schneckelmeier. Ja, das ist doch weiters auch gar nicht verwunderlich. Au. Wie meinen Sie das? Tradition, ich sag Ihnen was, kein Mensch mag heutzutage mehr Tradition. Ich meine natürlich, Tradition ist was Wunderbares, ja. Aber in unseren modernen Zeiten, Erneuerung ist das Stichwort, Revolution! Sie sind nicht nur unmoralisch, Sie sind auch noch Komponist. Ich bin dann, wir sind natürlich königstreu, sagen wir, sag mal, bist du übergeschnappt? Also, ich gebe Ihnen jetzt noch 5 Tage. Wenn bis dahin die bestellten Badekleider nicht genau so fertig sind, wie besprochen, dann können Sie eine Kollektion an jemand anders verkaufen, aber nicht an mich. Habe die Ehre. Ja, habe die Ehre, Herr Schneckelmeier, darf ich Ihnen bitten. Bitte schön und liebe Grüße an die Frau Mama. Habe die Ehre und werden Sie uns recht bald wieder, Herr Schneckelmeier. Kommen Sie gut heim, Herr Schneckelmeier. Sag mal, musst du deine Sauereien am Schneckelmeier unterjubeln? Das war nicht ausgemacht. Es kann doch nicht annehmen, dass der Schnickelschnackel da gleich alles hinschmeißen will. Und mit dem Komponismus hast du das auch. Ja, und wenn schon? Was ist denn schon dabei? Oh. Schau her, meine Sachen, die sind doch auch wie eine Symphonie. Ist doch nichts dabei, wenn einer seine eigene künstlerische Ader hat. So, ich sag euch jetzt was. Die Badeanzüge werden sofort fertig gemacht. Und zwar genauso, wie es der Schneckelmeier haben will. Genauso. Ja. Was bist denn du jetzt da? Mama hat gesagt, die soll euch helfen. Na, du gehst uns grad noch ab. Rief euch ja nicht so. Ja, ist schon recht. Mama? Ja? Wir können die Badeanzüge nicht fertig machen. Ich hab den ganzen Stoff für die neuen Modelle zugeschnitten.
dann lass da was einfallen, verstehst? Wir brauchen den Auftrag, Herrschaftszeiten. Wir stehen ja kurz vorm Konkurrenzkampf stehen wir, und du hast das nicht gehört, hast gehört. Halt du dein Mai. Schweige wie ein Grab. Ja, da lass ich mir das nächste Mal auch was zahlen, wenn ich nichts sag. Da verdienst du nie was. Und weh! Ihr werdet mit der Arbeit nicht fertig. Holst den braunen Stoff aus dem Lager. Ja. Ja, aber das ist ja ein Winterstoff. Das ist der einzige, wo noch größere Menge da ist. Also die friert's halt auch nicht beim Baden. Du bist denn einfach mal so steif? Geldverdiener. Müsst es jetzt sein, dass du da mitten im Weg umgehst? Hol ich wenigstens mit, wenn schon pressiert. Ich mach mir doch die Hände nicht trickert. Ah, mach doch! Mach doch, was du willst. Mach ich doch sowieso. Und übrigens, wenn ihr jetzt dann heiratet, dann schmeißen wir euch raus, hat Mama gesagt. Ah. Ja, und die schmeiß ich höchstpersönlich raus, und zwar mit Glaseehandschuhen. Bis später. Und der hat schon fleißig arbeiten, gell? Ich geh jetzt ein bisschen spazieren. Meine Mama ist gerade nicht da. Hätten sie was Bestimmtes braucht. Ja, na, also, ich wollte Nähnadeln wollte ich, weil meine Nähmaschine sie waren. Und da habe ich mir gedacht, ja, fragst deine neuen Nachbarn. Der Alice gibt dir noch gleich welche. Wir müssen einen Moment warten. Ach so. Ja, passt ihr vielleicht gerade gar nicht? Von der Zeit her, meine ich. Doch. Mein Lieber, der Stoff, wenn sie viel Wasser saugt, nachher gehst du unter wie ein Sturm. Da schwimm ich ja wirklich lieber nackert. Chef, wir sind jetzt 100 L. Nie und nimmer gelangt das. Nie und nimmer gelangt das. Da soll ich mir 100 Badeanzüge nehmen und dann gelangt uns der Stoff nicht. Ach so, ja, da kann man ja vielleicht helfen und der Nachbarn sozusagen. Da kann uns keiner helfen. Alice, das Freilich ist um Nähnadeln gekommen. Kannst du dir bitte schon welche geben? Ja, freilich. Aber ich kann dir vielleicht wirklich helfen. Wir haben ein paar so Stoffreste, auch sowas in der Art. Eine leichtere Ware halt, aber... Wissen Sie, Fräulein, mit ein paar Reste kommen wir nicht rum. Wir machen schließlich nicht bloß Body Haum. Naja, vielleicht sind sie auch ein paar größere Reste. Wirklich, das ist sehr freundlich, Fräulein. Rosenträger, Marie-Antoinette... Roh, genau. Den Lama, der merkt sich der dir. Nein, wirklich, Dankeschön. Aber wir kommen schon zurecht. Ich sag meiner Mama, dass sie da waren. Alles hier. Da sind die Nadeln. Bitte schön, für deine. Danke für die Nadeln. Wiederschauen. 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 Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da möchtet ihr ihm helfen und dann nimmt das nicht an. Ja, mei, der Chef hat nicht auch seinen Stolz. Ja, bei dem Mann, wenn es um einen Stolz geht, dann wird es gefährlich. Aber das eine sage ich dir, ich gehe jetzt trotzdem zu dir. Nein, nein, Moment, bei Wildschrank gehe ich zu dir. Na so, weiß der Max ist ganz allein in seinem schnuckeligen Laden. Die Frau Bierbauch, lang nicht mehr gesehen, wie geht's denn so? Bierbach, Max, Bierbach. Und ganz prächtig geht's mir, lieber Max, ganz prächtig. Max, ich habe eine wunderbare Idee für ein Beikleid. Und ich bin sicher, Sie werden sie ebenso wunderbar finden. Ja, mit Sicherheit, Frau Bierbach. Betty. Also passen Sie auf, Max. Ich habe mir gedacht, wenn wir da so 5 cm überm Saum einen kleinen Schlitz. Einen Schlitz, Moment. Schauen Sie doch einmal, Max. Mein Knöchel. An der Wittelsbacher Brücken bin ich umgeschnackelt. So weh tut er mir. Oh! Mei, das tut gut, wenn Sie ihn so halten. Oh, Sie sind ja so begabt, Max. Man gibt sich Mühe, gell? Das Geschäft soll ja florieren. Oh, Max,
Das tut es ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und in der Blüte ist sicherlich nicht nur ihr Geschäft. Oh, Max, ich weiß, was einen Mann anzieht, Max. Max, Liebster, da wäre übrigens noch eine unbedeutende Angelegenheit. Ja. Sie müssten mir vielleicht aus einer kleinen, zu kleinen Verlegenheit helfen. Elf? Elf. Oder sagen wir gleich 1200. Dann könnte ich endlich auch den Hutmacher bezahlen. Braucht ja mein Göttergatte nicht zu erfahren. Oh. Frau Bier, Betty, Bier. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie sich da nicht vielleicht in einem falschen Irrtum irren. Kolossal! Ja gut, dann nennen Sie es einen kolossalen Irrtum. Oh, Max! Ziehen Sie mich aus! Was? Oh Gott, ich kann es nicht mehr. Baby, bitte, Bier. Mein Gott, Max, Sie sind ja so begehrt. Das ist wo ist denn dahinter? Da war der Vorhang. Max! Ja! Sie lieben die Frauen. Die Welt braucht sie. Ich hänge an Ihnen. Ich schätze Ihnen auch sehr. Ich komme nicht mehr los von Ihnen. Sie, das hat mir vorhin noch gar nicht gesagt. Ey, trennt doch keinen Schmarrn. Mein Armband hat sich bei Ihnen verhackelt. Oh, ui, ui, ui. Ui. Oh. Ihr habt einen ganzen Keller voller Tuch. Ja, das waren das wirklich ein paar Reste aus der letzten Übernahme. Ui. Ui. Oh, ui. Ui, ui. Ui. Ja, das gibt's ja nicht. Frau Finanzamtsrat Bierbach. Also. Baba, das ist nicht so, wie du glaubst. Nackert mitten in meinem Lohnjahr, schauen wir sie ja gar nicht. Also, Frau Freisinger, ja, Sie wissen ganz genau, dass ich eine ehrenhafte Person bin. Ich weiß gar nichts. Ich weiß bloß, dass Sie nackert an meinem Baum dran hängen. Ja, weil ich nicht anders kann. Ja, ja, die Lier. Ja, da. Ui, ui, ui. Kann das sein, dass dir das gar nicht gelegen kommt? Halt die du da raus. Jetzt ratschen Sie nicht umeinander, Herrschaft zeigten, sondern helfen's mir. Hättest du es gern anders eingefädelt? Da ist überhaupt nichts eingefädelt. Ja, eben doch. Kann mich mal einer ausfadeln. Ein Moment, ich helf einer mal. Na, endlich! Ist ja höchste Zeit geworden. Also eigentlich, ja, wollte ich dann da nur ein Kleidungsstück probieren. Aber Sie wollen ja offensichtlich gar kein Geschäft machen. Sie haben ja vom vorletzten Jahr die Rechnung nicht einmal gezahlt. Vor zwei Jahren hab ich pünktlich gezahlt. Und? Der Papa, jetzt hast du den Badeanzug mitgenommen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass das drum weiter ist, auch was. Das hättest du mir doch ruhig sagen können, dass du was mit der hast. Aber Mama, das geht dich nicht so. Ich wollte mich bloß verabschieden. Wiederschauen. Wiederschauen. Mein Gott, nein, glaubst du das? Deine arme Braut. Muss das sein, dass du die kurz vor eurer Hochzeit noch in einen Skandal verwickelst? Eure Hochzeit? Ja. Mit wem denn bitte? Doch nicht mit der gnädigen Ehefrau vom Finanzamtsrat. Es geht dir zwar überhaupt nichts an, aber wenn du es genau wissen willst, mit der Tochter von unserem neuen Nachbarn. Ja, der Max entwirft sogar schon Brautkleid für seine Angebetete. Das Nachbarstöchter ja. Mit die Braut. Mhm. Das ist ja das reinste Karnickel aus dem Zylinder. Ja, hast du vielleicht schon eine ernsthafte Anwärterin für dein Buben? Mama, jetzt hör halt einmal Spinne auf. Ich hab nichts mit derer. Ich hab noch nicht einmal mehr wie zwei Worte mit der Romansbergerin da geredet. Hab ich's dir nicht gesagt, dass sie den Namen nicht merkt? So, die haben noch gar nicht einmal miteinander geredet. Das wird ja immer schöner. Und da möchtest du wetten? Da kann ja genauso gut ich sagen, mein Bruder heiratet die Nachbarin. Na ja, genau. Das ist. Ja, freilich. Das ist. Mein Leutpold heiratet die Nachbarin. Wie ist denn das überhaupt? Moin! Moin! Ich hab zufällig nur ein bisschen Nägel an den Keller gefunden. Ach so, ein Zufall, Frau Nachbarin, ha? Da lieg sie.
Magst du so lieb sein und das drum da drüben mit auf den Stapel legen, bitteschön. Danke schön. Die gibt auch nicht auf, ha? Ah, Fräulein Nachbarin, wie reizend. Ich hab grad die Kasse, ja. Man muss ja schon immer kontrollieren. Es wird ja so viel gestohlen heutzutage. Aber das kennen Sie ja sicherlich aus der eigenen Firma, gell? Ja, ja. Naja, man muss sein Zeug schon beieinander halten. Es ist ja heutzutage so schwierig, seinen Stand zu bewahren. Sehen Sie, Liebe, in den Adern meines Sohnes fließt ja gewissermaßen blaues Blut. Ja, wahrscheinlich, wenn er besoffen ist. Und da ist es ja heutzutage besonders wichtig, dass man gewissermaßen unter sich bleibt. Also in unsere Kreise. Ja, ja. Ja, und in was macht der Herr Papa, wenn ich fragen darf? Ja, hoffentlich in einen Nachttopf. Lassen's mich raten. Bestimmt macht der Herr Papa in Geschäfte. Hab ich recht? Ja, ja. Ja, ich sag Ihnen was, Sie kommen jetzt mit mir, da können wir in Ruhe plaudern. Hier ist er viel zu staubig. Ja, ja. In der Stube höre ich den Kaffee geradezu schon duften. Ich hab einen echten Robuster. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Die mit einer blaublütigen Schmarrn. Bloß als vom Prinzregent sein Gärtner mal einen Bangert aufgekriegt hat, verzeiht's allerweil, der Bub war der Adeliger. Vielleicht färbt ihr so. Gut, dass der Max nicht gehört hat, dass ihm die Alte gleich seinen Robusta weggesauft. Du, warum heißt denn der eigentlich Robusta, der Kaffee? Ja, weil. Was kriege ich, wenn ich sag? Ich meine, das ist ja quasi eine Geheiminformation. Mei, du, ich hab grad nichts dabei, aber wie war's denn mit dem Vorschuss? Kommt drauf an, ob es sich lohnt. Nein, ich meine, für so eine wichtige Information. Ja, freilich lohnt sich das für dich, weil ich hab. Also, ich hab. Daheim hab ich. Eine Schatulle? Ja. Eine Holzschatulle. Die habe ich von meiner Großmutter geerbt. Ah. Ja. Und in der Schatulle, da sind lauter drin. Drin? Ja. In der Schatulle, da sind wirklich, also da sind wirklich lauter. Was zahlst du, wenn ich es dir sag? Ach so. Also gut von mir aus. Da hast du einen Zwickel, jetzt möchte ich es aber wissen. Zuerst deine Geheiminformation. Der heißt Robusta, weil man da ganz besonders robust sein muss, dass man den überhaupt vertragt. So, und jetzt bist du dran, hier, mit meinem Vorschuss. Jetzt weiß ich auch schon, warum der Robusta Robusta heißt. Ja, aber das war nicht die Wahrheit. Ach so? Ja, dann raus mit der Wahrheit. Der Kaffee heißt Robusta, weil es den von den Kaffee beim Rotern dann in so einer Bude rösten, wie es zwingend nachher niesen müssen. Da, Robusta! Für so einen Schmarrn zahle ich fein nixen. Du bist ein kleiner Schlau wie ich. Ja, ja, wenn du es nur gerade schon kennst. Du, wer ist denn das? Schau mal dann aus. Das? Ja, ja, das ist das. Zuerst zahlen. Ein Viertel aus meiner Schatulle. Also gut. Das? Ja, das ist ein Beamter. Ich mein, also wie den sein Gewandel ausschaut, kenne ich sofort. Ein Beamter, und was möchte er bei uns da? Ja, vielleicht irgendwas kontrollieren oder was? Oder ein Gerichtsvollzieher. Die kenne ich nämlich. Ein Gerichtsvollzieher. Der unser hat auch so ein Bier hin, das alles reinschaut. Bestimmt ist dieser Kuckuckpapa. Du sag einmal, haben die unseren Schulden? Ja, freilich, die haben ja Schulden, dass es gerade kracht. Na, gefall grad. Ja, geh weiter, das müssen wir doch der Chefin verzeihen. Nein, noch nicht jetzt, warte mal. Ich hab mir halt gedacht, vielleicht kauf ich das da alles einmal so quasi als Fortschritt. Du? Dann ist es nicht so teuer, wenn die Schulden drauf sind, weißt? Ja, aber die Schulden musst ja dann doch du zahlen. Und außerdem ist da immer ein Haken dabei, wenn was so billig hergeht. Das hat meine Mama schon gesagt. Du meinst also, da war irgendwie ein Haken dran? Die Altstachlerin und ihr Poldi, das ist ein Riesenhaken. Ja, aber auch so. Was möchtest du nachher mit der alten Hirbern? Weiß ich nicht. Weiter nein. Das ist ja ein Mordsfortschritt. Selbstverständlich wird mein Sohn, er heißt ja ganz nach meinem...
nach unserem geliebten Prinzregenten, wird also mein Sohn Ihr Tischherr sein. Und der Herr Papa kommt auch mit, Sonsi. Na ja, dann könnten wir doch gleich alles klären unter Nachbarn. Ja, ja. Wie wär's, wenn Sie meinen Sohn morgen auf die Duld ausführen? Ich? Ja. Ja, kommt denn der Max auch mit? Aber geh, was wollen Sie mit dem armen Schneiderlein? Der muss ja froh sein, wenn wir ihn hier wohnen lassen. Ich kenne denn das Geschäft gar nicht. Aber ich, der, sieh, mein Kind, der Max ist hier gerade mal als Betriebsmeister eingestellt. Das Sagen hab natürlich ich und mein Poldi. Ach, Sie haben einen Hund? Was? Ja, Poldi. Ich meine natürlich meinen Sohn Luitpold. Ja, ich frag mich schon, wo er die ganze Zeit bleibt. Oh, der Luitpold hat gerade eine größere Sitzung. Da kann man jetzt nicht stören. Eine Sitzung? Ja, ist der Luitpold gar was Politisches? Ja, so kann man auch sagen. Das ist wie in der Politik. Zuerst drückt man recht umeinander und dann stinkt einem, was dabei rauskommt. Sag einmal, wo hast denn du den Robusta her? Dein Bub mal sagen, dass er das Fenster aufmachen soll, wenn er am Lokus ist. Ja, also ich muss mich ja jetzt wieder ums Geschäft kümmern. Also dann, liebe Marie Antoinette, bis zu unserem Diner. Ach ja, kommen Sie, ich bringe Sie raus. Diner? Ja, die Frau von Stahl hat mich doch eingeladen zum Abendessen mit Poldi. Poldi? Ja, ja. Frau von Stachler. Aha. Das haben wir noch nie gehabt. Frau von Stachler, geht's? Danke, es geht. Tschüss. Es ist nur meine Inkubation. Bleiben Sie doch da. Ja, aber. Da nehmen Sie nur den Spaß. Wissen Sie, die muss im Medizinlexikon ab und zu von A bis Z durchbetten. Aber und jetzt im Moment ist es halt gerade beim I, gell? Die Arme. Ja, ja. Aber zuerst schon. Kann einem richtig leid tun. Sie sind dann wohl auch immer hier. Frau von Stachler hat mir erzählt, dass Sie ja angestellt sind als Betriebsmeister. Was? Angestellt? Mein jetzt schlagt's aber 13. Na, wart. Der gib ich gleich angestellt. Cecil! Hab ich jetzt was falsch gesagt? Bei denen zwei ist zur Not jedes Wort das Falsche. Ich muss jetzt auch rüber. Haben Sie was Neues entworfen? Ach, das ist lauter Mist. So wie ich mich hört, darf ich nicht. So wie ich derfert, mag ich nicht. Aber was dann Sie denn mögen, wenn Sie derferten? Wenn ich derfert? Mhm. Wenn Sie mich lassen? Mhm. Also, wenn ich so richtig freie Hand hätte, ja. Dann gingen die als erstes mal an die Wäsche. Das Überdrüber ist doch für mich als Künstler lang nicht so interessant. Für mich gab's erst einmal nur das unten drunter. Halten Sie mal fest. Schauen Sie her. Die Frauen mögen sich ganz gern luftig. Und dabei soll's trotzdem nur ausschauen, gell? Auch wenn's nur der Ehegatte zum Sehen kriegt. Ich meine, der soll ja schließlich auch was davon haben, gell? Ja. Die Frau aus ihrem furchtbaren Korsett befreien, aus ihrem Panzer. Das Herz quasi muss frei sein, muss Luft haben. Zum Atmen, atmen, damit sie sich den Gewalten der Natur bedenkenlos anvertrauen kann. Den Gewalten der Natur. Ja, ja, ich denke den ganzen Tag über nichts anderes noch. Stellen Sie sich das einmal vor, die Frau allein und das Meer. Das Meer der Gefühle. Ja, da haben sie manchmal solche Brecher und dann gingen sie unter wie ein Stor. Oder in einem See. Ach, schon im Schirmbad, was sag ich, sogar in der Isar. Das geht doch überhaupt nicht mit so einem Sack vom Badeanzug. Und drum hab ich, schauen Sie her, ein bisschen weniger oben rüber und dafür nicht so viel unten rum. Und damit komme ich irgendwann ganz groß raus mit dem Original Maxo Schwimm. Ja. Ach so, ja, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie mit der Idee, so manche Frau aus den Qualen des Hineingezwängtseins befreien, aus ihrem Panzer befreien, sodass sie atmen kann. Oder? Und das sagen jetzt Sie, als Frau. Und Sie sagen jetzt gar nicht, das ist eine Sauerei.
Na? Ja, ich versuche ja bloß praktisch zum Denken, wissen Sie? Ja. Juhu! Max! Max! Ja? Kundschaft, Gabi. Ich eile. Ich bin schon unterwegs. Ich hab's dir doch schon erklärt. Das gute Kind muss was missverstanden haben. Ach so, ja. Na, versteh ich aber auch bald was miss. Komm ich durch einmal, außer mal mit deinem Luitpold unterhalten und ihm vielleicht einen gewissen Schlossgärtner vorstellen. Das machst du nicht! Schon gar nicht, wenn die zwei zuhören, ja. Weil sonst. Vergiss ich mich! Ah, meine Impertinenz, ja, meldet sich schon. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Aber lieb sind sie doch. Ta-ta-ta-ta. Und so sieht er angezogen aus. Oh. Der Max so schlimm. Jetzt läuft ich schon wieder nach der Dummenamt. Sie, wir sind für ein anständiges Haus. Was soll denn das Fräulein denken? Das ist doch nicht nackert. Also, ich war wirklich nackert. Ja, wir wissen schon. Jetzt gib mal Ruhe. So interessant bist du nackert auch wieder nicht. Was? Aber die oder wir? Ich muss schon sagen, Frau Bierbach, dass Sie einen nicht schauen in der Öffentlichkeit. Lasst mir so nicht umeinander und schaut gar nicht bei mir im Laden da. Aber das ist doch das neueste Bademodenmodell Ihres Sohnes. Ja, das weiß ich schon. Ich war froh, dass das drum war. Und Sie bringen es wieder her da. Herrschaft Neues. Ich bin eine schwerkranke Frau. Das ist zu viel für mich. Vor lauter Bauchschmerzen tut mir mein ganze Influenza weh. Mein Kopf, mein Hals. Ich mach einen Kaffee. So, und jetzt lassen Sie mich aus, gell? Weil ich kann mich selber an- und auszählen. Das weiß ich aber nicht bei mir im London, Herrin. Ja, also so schlecht finde ich den Badeanzug fein nicht. Fangst jetzt du auch noch? Ja, beinahe hätte ich vergessen, ich muss ja noch eine Ersatznadel. Geht auch Ersatznadel holen. Boah, halt ich noch. Spezialnadeln. Ja, die Spezialnadeln kenne ich schon, gell? Und dann bloß auf den Ausschnitt schauen, oder wie? Ja, ist auch so ein Sittenstreich. Wie bitte? Was ist denn das für eine Begrüßung? Nein, Herr Stechelmann, natürlich, so waren Sie doch gar nicht gemeint, ganz gewiss nicht. Mir scheint, Ihr Geschäft entwickelt sich zu einem wahren Sodom und Gomorra. Ja, ganz gewiss, Herr Schneckelmeier, ganz gewiss. Wie geht's Ihnen, Frau Mama, Herr Schneckelmeier? Bitte schön. Heute muss Vollmond sein. Lauter Verrückte. Auf die Straßen geht's zu wie in einem Bienenhaus. Und meine Mutter ruft immer nur, erwachet. Weil so ein Mittagsschlaf bei der Hitze hat ja auch was Gutes, gell? Ja. Ich glaub, die muss noch Egelfings. So, und jetzt lassen Sie mich raus aus der Zwangsjacke, gell? Ja, die kriegt dann gleich meine Mutter. Aber eigentlich bin ich ja wegen der Kollektion da. Die Kollektion, jetzt schon. Frau Stachler, wenn die nicht fertig ist, bis... Ich brauch den Mann! Aber das ist ja... Oh nein, das sollte geht rum! Gängen Sie mir doch mit dem widerlichen Anblick aus die Augen! Weg da, sag ich! Also, weg da! Also was erlauben Sie sich, Sie Unhold, Sie? Widerlicher Anblick, das hat mir doch keiner gesagt! Oh. Also so ein Saukerl! Jetzt haben sie mir hingemacht. Das war der Schwinger. Ja, das hat er verdient. Was ist denn jetzt? Helfen Sie mir. Jesus, na, was haben sie denn gemacht? Sie brutale Person, Sie. Ja, schon, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, rufen wir es halt einmal. Erwachen, vielleicht hilft's was. Ach was? Da, das Waschweib hat sein Riechsalz bestimmt dabei. So, und ich gehe jetzt weiter. Herrin, hab ich nichts mehr verloren. Gut. Herr Schneckelmeier, was ist denn? Herr Schneckelmeier, aufwachen, Schneckele! Oh mein Gott, na, ist das ein Unglück? Glaubst du, der springt uns jetzt garantiert ab? Und dann sind wir ruiniert. Ach, du lieber Gott, jetzt ist er... Ja,
Jehova? Na, ich heiß nicht Hofa. Ich bin die Teres. Ja, jetzt geht's ihnen wieder gut, Herr Schneckelmeier. Ja, also, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber sicher, sicher, Herr Schneckelmeier, sicher. Ja, ich glaube, ich muss gehen jetzt. Ja, ja, wie schade, Herr Schneckelmeier, wie schade. Ja, Termine. Termine, Herr Schneckelmeier, freilich Termine. Wann darf man Sie wieder begrüßen, 6. Arbeit? Wegen der Bestellung. Ja, ja, ich komme dann einmal in den nächsten Tagen. Grüße an die Frau Mama, Herr Schneckelmeier. Adieu, Herr Schneckelmeier. So. Das war jetzt unser Todesurteil. Der Gerichtsvollzieher war halt auch schon da. Was? So. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja, aber er ist gleich wieder gegangen. Wenn das so weitergeht, dann ist das völlig wurscht, ob ich mir Wetten gewinne oder nicht, weil dann sind wir den Laden eh los. Vorgestern habe ich von einem gehört, der soll da ganz in der Nähe wohnen. Und der kauft lauter so marode Firmen auf und dann schaut er, dass mit denen wieder bergauf geht. War das für uns nichts? Ja, das ist sowas Neumodisches, ich weiß schon. Die schlucken das Beste von einem und speien die dann zerfieselt wieder aus. Ja, da taten sie es ja an unsere Nähmaschinen aber sauber verschlucken. Und an mir schon gleich gehen. Stell dir einmal vor, jemand tat unsere Schulden zahlen. Und nehmen die Zetzel und ihren Buben auch gleich mit. Genau. Ja, da tat ich mich gern schlucken lassen. Weißt was? Weiß jetzt eh schon, was das ist. Wir gehen jetzt in Maria Hilf und zünden eine Kerze noch für unseren Schluckspeck. Und danach. Geh mal auf, gut. Das ist aber. Was hast du gesagt? Der in Venezia wieder, hä? Ja, bist du sicher, dass dir da was wehtut, hä? Du musst halt genau schauen. Da ist nichts, Tante. Hä? Eigentlich wollte ich nur einmal sehen, wie du von mir im Staub kriegst. Und jetzt geh mir aus den Augen. Mein Irrigatio plagt mich. Wo warst du? Antworte! Lüg nicht! Mit wem? Ja, das ist was anderes. Und macht's Fortschritte? Ja, das ist gut. Ja, ja, jetzt geh und wasch dich. Ja, Alice, du warst doch schon mal bei der Ross-Nachbarin da, gell? Was krieg ich, wenn ich sag? Gell, was willst du von mir Hunger, leider? Wenn dir das der Herzensdame nicht wert ist? Was sind denn das für Leute? Also, ein Pulver haben die schon, gell? Überall so seidene Tapeten und Beutel mit ganz verruchten Weibern. Ja, mit so Blärmi und Verzierungen. Stefück oder Stuck oder wie der Maler heißt. Das wollte ich schon ganz genau wissen, gell? Weil die Weiber, die kaufe ich mir und häng's über mein Bett. Du, die hat doch auch so einen Vater, oder? In der Garderobe, da hängt so ein Beutel von ihm. Da ist einer drauf mit so einem goldenen Helm und so einem Schnauzbart. Also, schön ist der nicht. Mein Schön muss er ja nicht sein. Ich lade dich ein auf die Alt. Magst du? Das ist ein Wort. Komm, gehen wir gleich aufs Lager. Max! Herr Max, mir ist da was kaputt gegangen. Na? Oh Gott! Schieß doch auf! Sie sind jetzt wohl auch ständig da, was? Ja, ich bin um eine Bananennadel gekommen, Spezialnadeln. So, so. Spezialnadeln. Die heißen nicht zufällig Max. Die Nadeln, Fräulein, wie heißen sie noch gleich? Toni. Fräulein Toni, wir können uns nichts vormachen. Eine Frau wie ich hat für sowas einen Blick. Ha, schließlich wäre man in meine Kreise aufgeschmissen, wenn man da nicht einen Blick für die Männer hätte. Ja, und was haben sie jetzt da so gesehen? Was wohl? Aber das eine sage ich einer gleich, Kindchen. An so einer harten Nuss, da kann man sich leichter mal die Zähne ausbeißen. So einem, die müssen schon was zu bieten haben. Da müssen schon den ein oder anderen
Trumpf im Erl haben. Und da haben's ja offensichtlich nicht viel. Schon allein die Brüllen, wie wollen's denn da eine Mann tief in die Augen schauen können, wenn sie sehen? Wie wollen's denn da eine Leidenschaft wecken, wie zum Beispiel Eifersucht? Nein, nein, da braucht's schon eine richtige Frau und nicht ein so ein junges, dummes Ding, wie Sie das sind. Sagen Sie mal, der Vetter oder der Bruder von Max, oder was der ist, der ist doch auch nicht verheiratet. Wieso halten Sie sich denn nicht an den? Der Luitpold? Ach, Sie meinen, ja, aber ob sich der Max mit dem eifersüchtig machen lässt? Nein, ich meine, aber halt, genau das meine ich. Sie haben ja so recht. Sicher wird der Max eifern, wenn er sieht, wie der Luitpold und, mein Gott, dann muss ich jetzt gleich gehen und zum Friseur. Und wenn's wieder mal einen Rat von einer guten Freundin brauchen, gell? Die mögen das da. Hallo? Kuckuck. Ja, so wie das so ist. Wer hat Sie jetzt erschreckt? Na, sag's mal, sind Sie schon länger da? Nein, 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 ich bin gerade über Wind jetzt gekommen. Ja, ich wollte bloß schon was holen für meinen Chef. Aha, aus der Kassen. Für den Chef. Ja, aber da ist eigentlich nichts drin, aber es müsste was drin sein. Ja, mei, normalerweise ist in so einer Kasse schon was drin, ne? So gleich in einem florierenden Geschäft. Sakra, sakra, was mache ich da? Chef, lassen Sie ihn aus der Schiffschaukel, wenn er nicht zahlt. Mein Gott, ein Schuss ist kein Pfennig Geld mehr zu viel. Der Chef, der reißt mir einen Kuh vor. Wie viel brauchst du denn? Ja, mein Kuhzki für den Schaukelbursch. Gut. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen ein Geld und Sie geben mir dafür ein paar Auskünfte. Auskünfte? Ja, das ist. Da bin ja ich der Spezialist, gell, aber. Aber das kostet viel was. Ganz merit, also. Ich würde eigentlich bloß ganz gerne ein bisschen was über das Geschäft da wissen. Mei, was soll ich da sagen, gell? Wie es halt da so läuft, ne? Läuft? Also, eigentlich ist es ja mehr ein Gehe, gell? Die Rechnungen können sie nicht mehr zahlen. Ja, Banken geben mir auch nichts mehr. Ich hab kurz vor der Pleite stehen halt, ne? Ja, weil die Zetzel auch bloß in der Stube umeinander hockt. Aha. Zetzel, in der Stube. Ja, Freilich, und wir gehen und Arbeit machen. Die Chefin, die hat es ja wirklich nicht leicht. Ja, hä? Ja, das glaubt. Aber dir doch noch nicht. Ja, aber. Aber sie sind ja. Um Gottes Willen, sie sind ja dieses Notizbuch, hättest du da keine Ehre erst. Und ich rede noch. Mein Gott, dann alles habe ich verraten. Ja, sag mal, wer hat den Ehren da reinlassen? He? Und nachher noch einfache Leute aushorchen. Ja, waren Sie ja, weil er vorher nicht gesehen da hinten, wir so umeinander gelungen sind. He? Ich hab gehört, was ich hören wollte. Der Laden ist bankrott. Also, wir sehen uns nachher vor Gericht. Habe die Ehre. Super, da sind Sie. He? Da wird nachher gleich mit dem Gericht droht. Und mit denen, wo es angeht, mit denen werde ich erst gar nicht geredet. Ach, das ist völlig normal, dass man sich vor einer Übernahme mit anderen über die ganze Sache unterhält. He? Und ich lasse mich aus da. Übernahme? He? Nimmt man das jetzt so? Das habt ihr nicht so. Mein Gott, ich hab jeden Tag hab ich mit bankrotten Geschäften zu tun. In Augsburg, da waren es neulich über 100 Leute. Da seid doch ihr bloß kleine Nüssel. Peanuts, wenn man so in höhere Bankkreise sagt. Ne? So, kleine Nüssel sind wir also. Weißt du was, das tust du denen jetzt sauber selber ins Gesicht sagen. Geh, vorher gibst du mir da nicht aus. Ich hätte noch schon mit der Chefin geredet. Ja, dann kannst du es jetzt gleich auch machen. Geh, jetzt schaust du, dass du rüberkommst. Du, guck, guck, Papa. Ihr seid doch alle gleich. Ja, wär's jetzt so, dann muss ich auch nicht auswählen. Du wärst schon. Was an der Letzte, seid doch eine kranke alte Frau. Was machen denn Sie da? Ja.
so Übungen zur Körperertüchtigung. Ja, was Ihnen sichtlich gut tut, ja. Sie haben Ihr Eismützer verloren. Ja. Das ist wahr gegen meine Intelligenz, ja. Vorbeugend natürlich. Ja, ja, so ein kühler Kopf. Das A und O des Erfolges, ja. Wem sagen Sie das? Beweglichkeit ist alles. Ist quasi wie Ihr Talisman. Ja. Eine schwache Frau in der heutigen Zeit. Und wenn ich Ihnen jetzt hilfreich unter die Arme greifen würde? Das würden Sie tun, so früh, für mich? Ein Mann wie ich zögert nicht lange. Ich bin nicht nur vom Sternzeichen Skorpion. So ein Zufall. Und ich heiß Stachler. Naja, Stachel, Skorpion, verstehen's? Ja, nein, wie auch immer. Ich bin der neue Nachbar. Der neue Nachbar. Ja, dass Sie so schnell da sind. Und ich denk mal noch. Ja, Sie haben auf mich, Sie haben mich erwartet? Ja, aber freilich, Ihr Marie Antoinette hat doch schon alles in die Wege geleitet. Ach ja? Ja, und also, wir sind begeistert. So ein wichtiger Schritt. Und wenn er erst einmal vollzogen ist, sind wir alle froh. Also auch und allen voran, mein Prinz, also mein Sohn. Ja, dann, ja, aber mir geht's natürlich schon hauptsächlich um ihr. Mir auch. Aber auch um natürlich um meine. Und ich bin dafür, dass wir das Ganze möglichst schnell, also beides. Also fusionieren. Schnell. Alles. Alles. Also. Wenn Sie das auch so wollen. Also. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sie so eine Entschlusskraft haben. Respekt! Sie sind eine neue Frau. Aber natürlich. Also ich meine, ja, meinen's. Ja, meine Verehrung, Gnädigste, ich bin beglückt. Ich auch. Gut, dann erledige ich die Formalitäten. Und ich? Sie bleiben mir am besten weiterhin gewogen, meine Teuerste. Ich helfe Ihnen dann auch beim Ausziehen. Ausziehen? Gut, jetzt zieh ich nur mal selber. So wie es ausschaut, seid ihr hier einig geworden, ne? Hat er wirklich alles gesagt? Und noch viel mehr. Nichts, worüber wir beide nicht sprechen könnten, nicht wahr? Da haust durch, Alice. Das soll unser erster Zeuge sein. Ja, warum nicht, ne? Los, Traudi! Also gut, dann bin ich so frei. Aber das ist gut frei, gell? Wenn ich wo einschlag, gilt das freilich. Einschlagen, durchschlagen. Gut. Kostümel, Blusen, Nachthemden? Da. Ah. Kreisliches Zeug. Ja. Am Schneckelmeier gefallen's. Die sind so altmodisch, die da gewiss am Schneckelmeier seine Urgroßmutter dann abstehen. Weiter. In 20 Minuten müssen wir fertig sein. Ja, ich nehme ja die Finger eh schon wund. Eigentlich, Chefin, könnt ihr das gar nicht erzählen, dass wir Tag und Nacht für euch haben. Wenn der Schneckelmeier gekauft hat, dann kriegt's schon einen Lohn. Was tust denn du da? Nix. Ja, das sind doch aha. Daher, warte, wenn die Max beblitzen, he? Meinst du, kannst am Schneckelmeier deine Sauereien unterjubeln? Die kommen weg. Nix da, die kommen her. Weil erstens ist das meine Sache, zweitens, drittens mache ich das schon, dass er es kauft. Und viertens haben wir gewettet. Ja, und fünftens trete ich lieber von meiner Wette zurück, als dass ich das Schneckelmeier-Geschäft aufs Spiel setze. Nix da, gewett ist gewett. Das war schon immer so und das bleibt so, war ich. Ja, Freisinger. Was? Aber das weißt schon, dass wir dann baden gehen. Aber damit Max seinem O-Schwimmbadeanzug.
Da schwimme ich ja lieber ohnackert. Tja. Weißt du was, Alice? Du gehst jetzt und stellst den Madel ab, den wir für unser Modenschaft stellt haben, weil ich zahl doch nicht dafür auch noch, dass wir sowieso schon verloren sind. Ja, ist das denn jetzt, Chef? Na, sag ich, schau, dass du weiterkommst. Was ist weiter, weiter? Was ist denn das? Das geht dich gar nicht so. Das ist gar nichts. Apropos, sag einmal, hast du zufälligerweise dein Brüllen einmal wieder gesehen? Ich brauch kein Brüllen. Aha, warum bist du noch so blind? Da brauch ich gar nicht blind sein, dass ich was sehe. Außerdem, was soll ich da sehen? Ja, sehr, da bist du wirklich nicht. Aber ich sag dir eins, der Tag der Entscheidung naht, ja? Und wenn du bis dahin nicht. Ach, was rede ich denn? Wie sagt man so schön, unter die Sägerten ist der Blinde blind. Herein, wenn's kein Schneider ist. Frau Stachler, grüß Gott. Oh, Frau Stachler, so anders. Ja, ein Wunder ist geschehen. Dass Sie den Weg gefunden haben. Ja, mei, so über die Straße. Ich darf mir erlauben. Oh, Pralinen. Ich liebe süße Sachen. Was man Ihnen nicht ansieht. So rank. Die Rose rankt dem Glück entgegen. Platz. Ja, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, über den Platz. Neben Ihnen. Naja, genau genommen sind wir ja über Eck. Nicht? Aber wenn man es jetzt zusammenlegt. Zusammenlegen? Schon vor der Traube? Ja, nein, natürlich erst, wenn die Genehmigung vorliegt. Nicht? Und, aber dann sofort. Oh, Sie sind mir aber ein Draufgänger. Liebe. Ja, Liebe, oh ja. Liebe Cäcilie, ich war schon immer sehr zielstrebig. Sonst würde ich ja zu gar nichts kommen. Ne? wie auch immer, wir müssen jetzt so bald wie möglich alles schriftlich fixieren. Wir beide. Und zwar schnell, sehr schnell. So schnell? Ja, absolut. Da darf jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Seid doch bloß mit mir zwei. Sie und ich, liebe Cäcilie. Also gut, dann gehen wir zusammen aufs Amt. Ja. Und was machen wir mit der Marie Antoinette? Ich krieg doch nicht ein Sonderlob. Ja. Ich schick sie dann gleich nachher vorbei, weil ich hab noch Termine. Ja. Sie müssen nur abzeichnen, den Rest erledige dann ich. Also ganz einfach nur Ihren Servus und Schluss. Nicht? Gruß und Kuss, dein Julius. Ja, grüß dich. Ich habe zufällig noch ein bisschen Nähe angefunden. Schon wieder so ein Zufall, ha? Das freut uns aber alle sehr, dass du noch mal vorbeigeschaut hast. Ja, das Fräulein Toni. Wir haben so ein bisschen Zeit. Weil der Max, der wäre nämlich sehr hilfebedürftig. Was, gell? Ja, ich glaube, du bist jetzt vielleicht. Genau, im Lager. Im Lager? Ja, und ich bin. In der Küche. Lager. Küch. Mama. Sie brauchen mich. Ja. Nein. Also, das heißt, ich. Ja. Also, das ist für nachher. Ich hab's erst vor zwei Nächten fertig. Es ist für die Frau. Die Frau. Ach so. Ja. Freilich. Ja, ich weiß nicht. Ich hab's zwar bloß nach Augenmaß, aber ich hab mir gedacht, mei, was wird jetzt die für eine Figur? Sicher wird's ein Erfolg. Also, ich muss. Ja, das Fräulein Rosenträger, aber deri. Meine Mama hat ja schon viel von ihr verzeiht, aber sie wollten gehen. Nein, das Fräulein Hosenträger bleibt. Rosenträger. Wissen Sie, der Max ist recht ungeschickt mit den Namen Fräulein Rosenträger, gell? Fräulein, ja, zumindest ja. Noch.
Der junge Mann ist eine harte Nuss, das sag ich ihm. Harte Nuss, das hat die Frau Ding auch schon gesagt. Ja, genau. Da sind Sie schon was ganz anderes, oder, Herr Lütz? Ja, na freilich, aber wissen Sie was? Sagen wir du, das tun wir ja dann sowieso. gern. Aber mit Brüderschaft, gell? Wir haben gar nichts zum Trinken da. Ja, dann machen wir es mit einem Lufttrunk. Ding! Ja, jetzt gibt's ein Puzzle. Poldi. Toni. Poldi. Toni. Poldi. Toni. Na sowas, der Herr Ludwold. Keine Frau ist vor ihm sicher, ha? Scheinbar nicht. Ach, Maxi sind auch da. Nein, sag ich. Ich bin die ganze Zeit nicht da. Aber die schwere Nöte. Was soll denn da der Max denken? Gehen Sie mal auf Zeiten, Kindl. Ich glaube, wir müssen den Kuss wiederholen. Beim ersten Bussel sind wir ja abgerutscht. So, dann sind's mir aber dafür doppelt so viele Bussel schuldig, gell? Das wäre ja sonst gar nicht gerecht. Mir hat er aber 4 versprochen. Dann krieg ich 16. Mich braucht's ja dann nimmer bei eurer Abfleckerei. Da bin ich ja überflüssig. Sie sind auch nicht anders wie alle anderen. Da, das brauch ich jetzt nimmer. Viel Spaß! Hast du gemerkt, wie der auf mich reagiert hat? Hm? Ja, aber Sie haben doch gesagt, ich soll... Ach, geh, Dirndl, mach dich doch nicht lächerlich. Dem bist du doch voll jetzt greislich. Aber Betty... Nix, Betty, gell? Ball die Gasse, geh los, geh mal. Los, auf eins. Na freilich, so ein Fisch verspeise ich doch schließlich selber. Ha. Ja, mir gute Ratschläge geben. Und was mache ich jetzt? Der Max ist doch jetzt ganz sauer auf mich. Oh, umso besser. Bis später. Das ist schon wieder. Das ist... Ah, da sind sie. Mei, und ich suche sie schon die ganze Zeit. So, und jetzt passen sie auf. Das geben sie jetzt der Frau Stachler. Und bleibst daneben stehen. Dass er ja gleich unterschreibt. Ja? Hab's gehört? Ich hab schon unterschrieben. Und dann gehört alles mir. Bis auf den letzten Stein. So eine schnelle Übernahme habe ich noch nie gehabt, das muss ich schon sagen. Da muss ich mich schon selber loben. Übernahme ja, aber das geht doch nicht. Da steht ja die Existenz von Max und von seiner Mutter auf dem Spiel. Ja, und Therese und der Alice, die werden arbeitslos. Frau Rosenträger, wie lang sind Sie jetzt schon meine Assistentin? Lange genug. Hm? Wie oft habe ich Ihnen gepredigt? Kein Mitleid, keine persönlichen Gefühle, kein Pardon. Aber das darf es nicht. Sie haben in kürzester Zeit die Unterschrift von der Reut Stachler und basta. Da mache ich nicht mit. Gut. So stehen Sie halt morgen wieder auf der Straße. Hm? Da können Sie halt die Schulden von Ihren Eltern nimmer bei mir abarbeiten, ne? Aber bitte, wenn Sie das so wollen. Sie. Nix, Sie! Da, Stift, Vertrag, Unterschrift. In 2 Stunden liegt alles bei mir auf dem Schreibtisch. Und basta! Gehen die gesamten Anteile der Näherei Stachler unwiderruflich in den Besitz des Franz Josef Denglinger ein. Der arme Max. Mädel, Mädel, du hast einen sauberen Arbeitgeber rausgesucht. Nein, ich hab alles gehört, brauchst gar nichts sagen. Rausgesucht hab ich mir doch gar nicht. Er hat die Näherei von meinen Eltern aufgekauft. Mhm. Für Handgeld, so wie es bei anderen ständig macht. Und dann hat er alles den Erdboden gleich gemacht und meine Eltern in Schulden gestürzt. Deswegen bin ich bei ihm, bis ich alles abgearbeitet hab. Darf ich da mal schnell reinschauen? Ja. Also, wenn meine Schwester mit dem unter einer Decke steckt, aber dann. Ja, so eine Mistmatze. Verscherbe die unser beider Näherei um ein Spottgeld an diesen Holzabschneider. No, wart, Cecil. Jetzt zeige dir, wo der Bartlern muss halt. Na, halt. Das machen wir ganz anders.
Jetzt pass auf, Madel. Also, und jetzt schau halt einmal da rein und schau auf die Schüttel. Für Toni? Ja, du schon. Ja, du hinterlistiger Jammerscherben, du. Liebeslauben in mein Paradies, denn in meiner Liebeslaube ist was Tolles, ich so süß. Konnte es sein, dass mir irgendwas entgangen ist? Entgangen? Na ja. Alles neu macht der Mai. Der Mai. Ja, du, pass auf. Du weißt, wie wichtig mir deine Meinung ist. Und jetzt möchte ich wissen von dir, ob du für unsere Geldschwierigkeiten eine Lösung hast. Ha? Na, nicht. Na, du weißt ja, wie schwierig die Zeiten sind. Sehr schwer, sehr schwer. Da hilft nur Zusammenhalt. Du sagst es. Ja, da muss halt jeder für den anderen auch einmal Verzicht üben, gell? Ich bitte dich, natürlich, jeder muss für den anderen da sein. Gott sei Dank ist bei uns die Welt noch in Ordnung. Aber sicher, sicher. Ja. Du übrigens, ich wollte dich mal was fragen. Kannst du mir das da unterschreiben? Was? Das ist wegen der Gasrechnung. Ja. Das ist, damit ich die Zahl und Prax, die du nicht drum kümmern. Gell, sei so gut, da. Ja, so ist recht. Und wegen dem Geld und allem anderen, gell, da reden wir dann später. Auf Zeit, jetzt komm ich. Ja. Ach ja, die Modenschau, die habe ich ganz vergessen. Ja, also, ich will ja nicht stören, ich bin gleich wieder da. Du kannst mir dabei das Kissen leihen, weißt schon, für den Schneckelmeier, dass er bequemer sitzt. Gell? Ja, gern. Ja. Ja, was fährt denn das? Was krieg ich? Alice! Das wird unser Chamin Préséparé. Chamin Préséparé. Ah ja. Und? Wo sind unsere Vorführdamen? Ja, die hat doch der Alice abgestellt. Sag mal, spinnt denn der? Das kann doch der nicht auf eigene Faust machen. Wenn man es genau nimmt, hat er es auf eine Faust abgestellt. So, langsam pressiert's. Wieso sind eigentlich meine Vorführmädchen noch nicht beim Umziehen? Hä? Ihr wisst ganz genau, der Dings, der Schneegeier kann jeden Moment kommen. Nein, Maxl, weißt du, ich muss dir was beichten. Wir haben keine Weiber. Wir haben's abgestellt. Ja, habt's aber, was? Aber wir können ja das Gewand am Kleiderständer hängen lassen und mal kurz da anschauen. Oder ja. Wir ziehen so eine Schneiderpuppe und tragen einfach die umeinander. Ja, ganz gut, dann könnt ihr es gleich selber anziehen. Ja, genau, das ist. Wenn ihr meine Damen schon abstellt, dann könnt ihr die Suppen auch auslöffeln. Suppen? Wo haben wir Suppen? Grüß noch, gar Suppen. Da gehst du jetzt her. Das nimmst, ziehst du um und dann möchte ich keinen Ton mehr hören. Und du auch, Mama. Auf geht's. Da, auf geht's. Da spielst du mir, passt doch gar nichts. Dann ziehst du den Bauch rein. Nein, das mache ich nicht. Niemals. Dann lass das mal draußen. Jetzt los, guck. Auf geht's, es pressiert der Schnabelmeier. Ich mach mich doch nicht lächerlich. Aber was ist mit der Toni? Jung, ja, schlank und schier ist auch nicht. Ich hol's gleich. Du bleibst da. Da sag ich, jetzt kommt der, auf geht's, jetzt her, schon Zeiten da rein. Ja. Der Schneckelhuber, jetzt ja, hopp! Nicht so schnell! Zack! Ah. Oh, wie legst? So, wie stellt sich dir das vor? Zu zweiter Modenschau. Allein die 1000 Hackerl, die man auf und zu machen muss. Wenn man sich überlegt, gell, dass der Schneckelmeier dieses Modell seit 20 Jahren in seinem Katalog hat. Gell. Ja, da erlegst du jeden Hirschen bloß schon vom Hinschauen. Stell dir mal vor, im Schneckelmeier, seine Mama hat die so. Und schreit dann auch noch, ja, wache! Kann ich bloß noch sagen, Hallali? Schon wieder Hallali? Ich hab gemeint, du hast die Wette schon längst verloren. Ja,
Wieso? Hat Mama gesagt, weil ich jetzt dann heirat? Ah ja. Ja, und Mama auch. Ja, das weiß ich. So, und ich werde dich jetzt einmal ein bisschen in die Geheimnisse der Ehe einweihen. Nein, ja, dann gehen wir zur Mama weiter. Ja, alles in Ordnung. Du musst auch was machen. Bitte sehr, bitte gleich, Herr Schniedelwutz. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wie geht's der Frau Mama, Herr Gnädelreier? Die hat sehr bedauert, dass sie nicht hat mitkommen können. Stellen Sie einer vor, sie geht jetzt wieder in die Kirche. Das andere hat ihr nicht so gefallen, weil sie einfach so lange hat stehen müssen mit ihren Prospekte. Ja, geht, da ist sitzen doch gleich was Angenehmes. Ja. Apropos, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Schneckelhammer. Ja. Kurzen Moment. Gleich geht's los, gell? Wegen so'n Kaffee. Ja, sehr gern. Also, ein bisschen neugierig bin ich ja jetzt schon, gell? Wissen Sie, es gehört ja zu meinen Höhepunkten im Jahr. Es hat so was Beruhigendes, wenn man sich mit eigenen Augen überzeugen kann, was man sieht. Ja, freilich, gell? Es geht doch nichts über ein gutes Auge, gell? Ja. Apropos, das, was wir jetzt gleich sehen, ist eine gekonnte Kombination wohlbewährter Akzente mit aufregenden Details. Sanftes Heckengrün im Wechsel mit ockerfarbenen Paspeln, echte Hirschhornknöpfe und der kleine Stehkragen geben ein Bild des kecken Übermuts und der frischen Attitüde. Meine Mama erinnert mich auch immer an einen Schutzmann, wenn's das anhat. Wie ein Schutzengel. Nein, der Schutzengel. Ja, ja, ich weiß schon. Übrigens, das Modell heißt Kirchweih. Ja. Das haben wir auf Seite 24, unten links, gell, haben wir das. Sehr schön, Herr Freisinger, es geht doch. Und da kommt auch schon der nächste Knüller. Das Modell Sonntagsausflug. Eng auf Hüfte geschnitten, damit es die Form der Frau betont. Das Kleid gibt's natürlich auch in großen Größen und auch in Übergrößen. Damit wäre meine Frage ja schon beantwortet. Bei ihr sitzt zwar ein bisschen knapp, aber ja, sehr schön. Hoi, was ist denn das? Orientalischer Sonnenuntergang. Ein Abendkleid, was nicht nur zur Gala, sondern auch zum Jubiläum passt. Das ist so feminin, dass wir uns für eine maskuline Interpretation entschieden haben. Oh, interessante Überlegung. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir wirklich sehr gut. Klasse, ja, gut, dass meine Kundin im Verkauf. Also, ich hoffe, es geht weiter so. Sie, ich habe einen solchen Durst. Haben Sie nicht was anderes wie den kreiseligen Kaffee? Ja, aber natürlich, Herr Schnickedanzel. Moment, aber wir haben noch ein paar kleine Variationen, gell? Mm-hmm. Du gehst schnell rüber zum Wirt und holst ein Bier ab. Sag mal, spielst du jetzt den Chef, ich kann doch wieder so aus dem Haus gehen. Ja, soll ich vielleicht selber gehen? Die Bombette jetzt, auf geht's. Aua, jetzt war's heute auf, das zwickt. Ja, ich geb ja schon Obacht. Mein Gott, nein, ist das anstrengend so, das hält ja nie mit aus. Borglein. Ich hab so schreckliche Ischilomie. Wo hast denn du das Kissen? Ja, was ist denn das? Sofort gehst du der Frau da von der Wäsche. Ja, was ist denn das? So kurz vor Nachtzeit. Ich bereite mich doch bloß auf die Ehe vor. Ja, mit Nachthemden Kinder sieht ja schon ganz gut aus. Wir brauchen jede Hand. Aber nicht den von meinem Burm. Lass mein Burm in Ruhe, du Sau. Ja, dir gebe ich ja gleich eins auf die Nuss, der Schraubendampf ist bringe ich auch nicht nachgekommen, gell? Da. So, du tust jetzt ein bisschen was und gehst da rein, holst dein Pappen. Also, Herr Freisinger, ich bin wirklich sehr froh, dass Sie so zur Vernunft gekommen sind. Sehr froh. Oh, danke schön. Bitte schön. Oh, das ist ja herzallerliebst. Das ist auf Seite 12 in meinem Katalog, gell? Für die aufgeschlossene Dame von Welt, Keuschheit und Eleganz in einem. Das entzückende Modell von 1896 bietet dem verwöhnten Auge einen außergewöhnlichen Reiz. So, und jetzt nimmst du die Sachen links von der Stange, Nummer 24. So. Grüß Gott, sagt man.
Kann man einer irgendwie behilflich sein? Ja. Wir kennen uns doch. Ich hätte gerne die Dame des Hauses gesprochen. Ja, die ist gerade in einer wichtigen Unternehmung. Aber vielleicht bringt sie ein bisschen zuschauen. Der Herr Schneckelwecke hat mit Sicherheit nichts dagegen. Hey, ich brauche nichts mehr sehen, es ist ja eh schon alles geklärt. Am besten, Sie packen jetzt gleich alles zusammen. Ich brauche bloß mal den unterschriebenen Vertrag. Alles zusammenpacken? Max, also, das ist nicht dein Ernst, oder? Mit der 24 jetzt. Ah, da ist sie! Sie wollten doch die Dame des Hauses sprechen. Der Herr hätte gern wegen einem Vertrag gesprochen. Aha. Wegen welchem Vertrag denn, um Himmels Willen? Wegen einem Übernahmevertrag. Das ist aber nicht die Dame des Hauses. Doch. Das ist sie. Das ist die Dame des Hauses. Ich bitte das Doppelte! Oder wen haben Sie gemeint? Ja, die mir alles verkauft hat. Der Vertrag ist doch schon längst unterschrieben. Ich bitte das Dreifache. Das ist richtig, aber nicht von mir. Ja, Sie sind ja auch nicht die Eignerin, ne? Das heißt, die ehemalige Eignerin. Das ist richtig. Die ehemalige Eignerin bin ich nicht, aber uns verbinden durchaus schwesterliche Gefühle. Tja, das ist schön für Sie. Ja. Da können Sie mir ja sicher die Papiere geben. Ne? Ich bitte das Vierfache. Meine Assistentin hat mir gesagt, der Vertrag ist längst fertig. Das ist richtig, fix und fertig. Bitte schön und herzlichen Glückwunsch. Ich bitte das Fünffache. Ich bitte das Fünffache. Ich lass mir doch von so einem Schnösel die Kollektion nicht wegschnappen. Ich nehme alles, unbesehen. Alles? Ja, unbesehen. Ja. Ja, gern. Sogar ganz gern. Auch wenn ich nicht genau weiß, um was da drüben geht. Aber bitte sehr, da müssen Sie unterschreiben, Herr Schniedelwutz. Ja, danke. Ich meine, wenn Sie jetzt schon alles übernehmen wollen, dann sollen Sie natürlich auch die besten Stücke vom Kuchen kriegen, gell? Tja, ich bin nichts anderes gewohnt. Ja, das glaube ich jetzt wieder nicht. Maxl, lass doch mal bitte das nächste Stückchen rein. Ich meine, wir wollen ja, dass Sie zufrieden sind mit Ihrer Wahl, gell? Und nun, mein Herr, ein Blick in die Zukunft. Das Modell Biberratte für die waghalsige Schwimmerin. Was tust denn du da? Du, Tante, das mit der Ehe, kann ich mir das nicht noch mal überlegen? Schau mal. Ja, überleg das, solange wir es magst, Bulli, ist recht. Oder ist recht der Nachbar? Ja, von mir aus. Ist gut. Also dann aber jetzt. Das Modell Biberratte. Was ist die Biberratte? Mhm. Bestechen die Form. Hintergründig der Inhalt. Ein Glück für jede Frau, für jede Familie, für jeden Mann. Hm? Mit einem Wort, Max O'Schwimm. Tja, das ist jetzt Ihr Hauptpreis. Na? Ist Sie nicht hinreißend? Und diesen Anblick können Sie jetzt jeden Tag genießen. Ja, ja, so, so lang bis heute alle ausgezogen sind, gell? Und das Abrisskommando kommt. Baut sie neu? Na, da wird überhaupt nichts abgerissen. Außer vielleicht der Luitpold, der immer so abgerissen daherkommt. Also, jetzt hört's endlich auf mit dem Schmarrn. Ich hab den Laden übernommen und in zwei Tagen seid ihr draußen, passt da. Das sind wir nicht. Das seid ihr du. Weil diesen Vertrag hat die Frau Stachler eigenhändig unterschrieben. Und da bestehe ich drauf, dass der Punkt für Punkt eingehalten wird. Weil sonst sehen wir uns nämlich alle vor Gericht wieder. Du Kuckuck-Papa. Schwester, Schwester, warum hast du mir das nicht gesagt? Dass du den Herrn Denglinger heiratst, hä? Ja, mich. Ja. Mich! Ja, freilich ist doch ein großes Glück. Du, für den Buben hast du einen guten Platz. Drüben im Nachbarhaus. Ja. Das wird am Poldig frei. Da hängen lauter Locker die Weiber. Woher weißt denn du das schon wieder, ha? Ja, du, in deinem Nachthimmel, das haut mich natürlich gleich noch viel mehr an. Darf ich mal schnell, bitte? Ja. Ja. Weil unsere Schulden zahlt er nämlich auch, der neue Gatte aus der Kerze, Cecilie. Ja? Und unser Näherei ist gerettet, danke. Danke, Herr Denglinger, vielen Dank, ist wirklich zu großzügig, ja, freilich, da. Herr Franz Josef Denglinger verpflichtet sich, sämtliche Schulden bis auf den letzten Pfennig zu begleichen, sowie die ehrengeachtete Jungfrau Cecilia Stachler zu ehelichen und deren unehelichen Sohn Luitpold an Kindesstatt anzunehmen. Nie wieder zeichne ich vorher was ab. Das hast du selber unterschrieben. Vorhin, weißt du das schon? Gasrechnung. Ich bestehe darauf, dass dieser Vertrag in allen Punkten eingehalten wird, gezeichnet Franz Josef Denglinger. Aber sicher, lieber Schwager. Ja, bitte, jetzt darfst du deinen Bräutigam küssen. Schau weg. Julius. Sie kränkelt ein wenig.
Aber das Alphabet hat ja Gott sei Dank bloß 26 Buchstaben, gell? Aber die Näherei gehört ja trotzdem nicht. Und unser Wette läuft immer noch. Und außerdem ist der Luitpold ja quasi schon mit der Tochter von meinem Denglinger verheiratet. Gell, Bub? Die zwei haben sich schon geküsst. Ja, das stimmt, das kann ich bezeugen. Gerade abgeschleckt haben sie sich. Die Frau Papierschlauch war auch dabei. Allerdings hat sie die Bierbacherin intensiver angelangt. Also, was? Was für eine Tochter? Ich hab keine Tochter, ich hab nie eine Tochter gehabt. Ihr spinnst doch alle. Was? Aber ich hab doch noch extra mit ihrer, über ihren Papa geredet, die Marie Antoinette. Okay, das ist ja billige Arbeitskraft, mehr nicht. Also wenn du die Toni meinst, der hier Papa, der wohnt weit, weit weg. Und den hat der Herr Denglinger auch in den Ruin getrieben, genau wie er es mit uns vorgehabt hat. Aber wir sind schneller, gell, Cäzilie. Also, dass du noch mal heiratst, das ist was. Also, das ist ja ein wahres Cäzilienwunder, oder? Apropos Wunder, sieh, das Faschingskostüm bleibt fast schon in der Kollektion, gell? Das ist ja zu komisch. Wir sehen, das wird der Knüller. In 10 Jahren laufen sie damit rum. Juhu, Max, Max, gingen Sie mal auf Zeiten da. Max, ich hab mir gedacht, Sie haben doch jetzt gleich die Mode. Schau. Und da könnte ich doch mit Ihrem Badeanzug auftreten und Sie halten den Vortrag. Was meinen Sie? Chance, da gibt's schon jemanden. Ja, und zwar jemand sehr qualifizierten, bitte sehr. Ich meine, Sie sehen's ja selber, gell? Und leider ist der Platz am Max seiner Seite auch schon belegt. Ach ja? Oh ja, das sieht man. Mhm. Ja, jetzt glaube ich, fällt bloß nur ein Brüllen, oder? Ich sehe ganz gut. Mhm, aber nicht ins Herz, und vor allem nicht ins Herz von dem Dirndl, das dich liebt, du blinder Brenn, du! Gell, was soll ich denn da schon sehen? Deine zukünftige. Jetzt komm, geh schon weiter. Ich möchte bei Wetten heute noch gewinnen. Herrschaft, jetzt mach halt schon. Schau, sie ist ja wirklich ein blinder Brehm. Ohne Brühen, die Brühen. Nimm's, Bino. Nein. Auch wenn ich mit dem Luitpold da. Freilich nimmt er dich noch. Schließlich hab ich ja die saudumme Idee gehabt. Ich hab zwar hinten und vorn kein Geld, aber wenn du. Gerade was ein. Deine liebe Tante hat in weiser Voraussicht über lange Jahre hinweg für deine Mitgift gespart. Geld, Cäzilie, das hat's mir vorhin gerade eingestanden. Ja. Und jetzt würde ich sagen, stoß mal an auf das Cäzilienwunder, oder? Alice, euer Bier! Alice! Ich geh rein! Ich geh im Aufzug! Thank you.